Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slay the Spire hier auf KickMLP. Wir sind in einem Run mit dem Eisernen, zweites Level, die City, die Stadt. Und wir starten hier, weil wir unbedingt einen Shop brauchen. Wir haben viel Geld gesammelt und wir wollen es ausgeben. Also ist das wahrscheinlich die schlauste Option. Schwierigkeitsgrad steigt signifikant hier im zweiten Teil, finde ich. Auch wenn es noch geht. Sehr, sehr häufig scheitere ich am zweiten Boss, aber well, that's the way it is. Perfekter Schlag mit 20, Doppeltreffer, doppelten perfekten Schlag. Wahrscheinlich das Intelligenteste. Ich habe wieder nichts defensiv. Guck dir. Ah, jetzt geht das wieder los, echt. Vier Panzerrüstung. Nee, ich kann nichts gegen die 20 Schaden machen, wirklich. Also Doppeltreffer und perfekter Schlag. Ich habe schon gesagt, dass ich mehr defensive Karten brauche. Ja, da ärgert mich der RNG-Anteil ziemlich in dem Spiel, muss ich sagen. Weil manchmal hat man einfach diese Option nicht. Wow, sind das jetzt viele Karten. Wir spielen Muskelspiel. Wir spielen Schlag, einfach weil es reicht. Jetzt haben wir immerhin Eisenwelle. 5 Block. Aber das war es auch schon wieder. Wir können den Kinnhaken spielen und nimm's gelassen. Vielleicht ist das das schlauste Spiel. Wir erst nimm's gelassen, weil wir eine Karte ziehen. Vielleicht kriegen wir noch was Geileres. Dämonenform können wir es leider nicht leisten. Also das, dann ist immerhin der Schaden geblockt. Ja, ja. Nicht gerade überragende Artefakte, die wir bisher haben. 34 Schaden müssten wir machen. Ich spiele Durchdrehen einfach, weil ich es kann. Ich spiele Knaufschlag, um noch eine Karte zu ziehen. In der Hoffnung, dass ich was Cooles kriege. Naja, geht so. Ich spiele Spalten, um ihm mehr Schaden zu machen. Und da haben wir ihn schon. Sehr gut. Jetzt aber. Schwäche erkennen. Das ist auch richtig gut. Wenn dein Gegner beabsicht anzugreifen, erhalte 3 Stärke. 12 Schaden, 2 schwach wieder. Oder Muskelspiel plus, erhalte 4 Stärke, aber halt nur für eine Runde. Aber es kostet 0. Aber die 3 Stärke sind permanent, ich nehme Schwäche erkennen. Und ab in den Shop und jetzt hier bitte defensive Karten. Noch ein perfekter Schlag. Tempting. Nix Defensives. Fuck you, Game. So, können wir jetzt ein Artefakt leisten? Ja, Kampfkartenbelohnung erhalten jetzt auch farblose und andersfarbige Karten. Interessant. Tränke. Ist das. Du kannst keine Tränke mehr aufnehmen. Das heißt, ich kann sie noch kaufen. Okay. Nehmen wir was raus. Vielleicht doch ein Schlag. Irgendwas, was mir nicht so gut gefällt. Niederreißen. Bin ich nicht mehr so mega begeistert. Vor allem, weil wir. Dingsbums haben. Kinnhaken plus. Ist gelassen, ist stark. Wir könnten den. Perfekter Schlag wieder rausnehmen. Doch nicht darauf setzen, sondern auf Stärke. Dämonenform. Bin ich so ganz überzeugt. Niederreißen ist halt teuer. Ich meine, wir haben jetzt 4 Mana, das heißt. Eigentlich können wir uns. Also ich nehme perfekter Schlag. Und nehmen wir noch einen Trank, weil aufheben können wir ja nichts mehr, wenn wir schon so viel Geld haben. Für eine Runde 5 Geschicklichkeit, toll. Ein explosives. Achso, geht doch nicht. Also man kann sie auch nicht kaufen. Okay, weil sie noch auswählbar waren, habe ich mich ein bisschen gewundert. Die Eisenwelle würde ich gerne rausnehmen, aber wir haben zu wenig Blockkarten. Ja, ich lasse es so. Was soll ich machen? Als du durch eine Reihe von Gräbern wanderst, stößt du im Zentrum eines runden Raums auf einen großen Sarkophag, der mit Edelsteinen besetzt ist. Du kannst die Inschrift auf dem Sarg nicht entziffern. Bemerkst jedoch einen schwarzen Nebel, der aus den Seiten sickert. Leid, unspielbar und angeboren. Okay. Das heißt, ich habe immer eine Karte weniger in der ersten Runde aufgeladen. Da kann ich echt mit leben. Dann können wir sie vielleicht irgendwann mal entfernen. Und wir kriegen mehr permanente Trefferpunkte wegen irgendwas. Dem hier. Ja, maximal TP werden erhöht. Und ich kriege ein Relikt. Hoffentlich ein gutes. Heile zu Beginn von Bosscamp 25 Trefferpunkte. Cool, nehme ich. Nehme ich. Okay. Nächster Kampf. Gilt es auch für Minibosse? Wahrscheinlich nicht, sonst wird es dran stehen. So, die Flieger. Die, solange sie fliegen, kriegen sie 50% weniger Schaden, richtig? Ja. Ärgerlich. Ja, und Leid ist auf der Hand. Das heißt, ich habe in der ersten Runde quasi nur 4 Karten.
und nichts Defensives. Wenigstens liegen da nur 10 Schaden, in Anführungszeichen. Ich nehme Schwäche erkennen, um Stärke zu kriegen. Danke. Jetzt macht perfekter Schlag schon 25 Schaden. Was muss ich machen, dass die landen? Ende nach 3-mal Angriffsschaden in einem Zug. Das heißt, die starken Schläge sind gar nicht so geschickt. Aber wir können alle 3 spielen. Und einen schon rausnehmen vielleicht. Zack. Zack. Oh. Ich habe mich verrechnet. Gut. Dann ist so. Autschen. Ah ja. So. Oh, doppelte Spalten wäre, glaube ich, ziemlich geil. Das ist wahrscheinlich auch das, was wir als erstes machen, würde ich sagen. Also doppelte Spalten. Ja, das war gut. Es liegen 15 Schaden, was schlecht ist. Es liegt ein Verteidigen, was auch schlecht ist. Wir spielen durchdrehen, um das Verteidigen plus wenigstens rauszuhauen. Können wir einen rausnehmen? Den hier vielleicht? Ich glaube, da reicht uns Mana nicht. Ne, wir haben nur normale Schläge hier. 9 und 9 sind 18. I hate this game. Dann nehmen wir halt den. Lebt zwar noch, aber... Naja, klar, wegen dem Fliegen hätte das eh überhaupt nicht gereicht. Aber immerhin ist er betäubt und ist jetzt am Boden. Jetzt ist die Dämonenform da. Aber es ist zu spät. Macht nicht so richtig Sinn, gell? Wir können Eisenwelle spielen und den killen. Und den hier niederreißen. Hat es keinen Sinn gemacht. Und flop. Und flop. Ja, das ist mehr Mana schon gut. Die Tränke fehlen mir, aber... Okay, hier nochmal nimm's gelassen. Sehr gut, danke. War wichtig. Die Pflanze, oh, was kann die nochmal? Wendig. Erhält bei Angriffsschaden 3 Block. Erhaltener Block erhöht sich, wenn Wendig ausgelöst wird. Okay, also bei vielen Angriffen erhält die Karte viel Block. Kann ich mitleben. Die will einen Debuff spielen. Also Kinnhaken. Und dann toben. Und dann spalten. War doch schon mal nicht schlecht. Wir spielen auf jeden Fall Muskelspiel. Jetzt kommen 15 Schaden rein. Gut, dass wir nimm's gelassen haben. So viel bringt es uns aber auch nicht. 6 Block. Spiel niederreißen. Schlag und nochmal ein Schlag. Ist im Rund auf 22. Ah. Ja, nimm's gelassen. Gut. Nochmal 15 Schaden. Können wir ihn schon killen? Wahrscheinlich. Und wenn wir Schwäche spielen, dann macht die hier 18 Schaden. Ist kein Problem. Jetzt müssen wir 7 Schaden machen. Da reicht das hier nicht. Haben wir noch was, was mehr Schaden... Knaufschlag zum Glück. Dachte schon, der überlebt doch noch. Regenerationstrank können wir nicht aufheben. Genau, ist jetzt verschwunden, ja. Per Metallschicht plus, geil. Nochmal perfekter Schlag, auch gut, aber ganz ehrlich, Metallschicht plus, automatische 4 Block am Ende der Runde, cool. Könnten wir jetzt, ach so, das war schon besser, gell? Weil tatsächlich ist eine verbesserte Metallschicht natürlich, sehr, was gibt verbesserte Schwäche erkennen, 4 Stärke. Could be. Oder verbessertes, wenn wir doch Blockprobleme haben. Boah, für jede Schlagkarte erhalte plus 3 Schaden. Boah. Oder wir machen nimm's gelassen besser, führt zu 11 Block. Ganz ehrlich. Ist das jetzt die Entscheidung, die mich schon wieder das Spiel kostet? Möglicherweise. Aber das ist einfach viel zu geil. Okay. Sollen wir es am Boss ausprobieren oder nicht? Trauen wir uns den... Wann können wir schlafen? Wir könnten jetzt halt hier schlafen. Aber wir können direkt nach dem Boss nochmal schlafen. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall einen Boss. Fast übersehen. Oh, oh, das hasse ich. Oh, das hasse ich. Das Buch des Stechens hat einen abartigen Schadensoutput. Also jetzt nehmen wir die Panzerrüstung.
Jetzt schon, weil, wieso nicht? Dann spielen wir mal Knaufschlag und gucken, was wir ziehen. Mit Schallschicht sehr gut. Dann können wir alle drei noch spielen. Also machen wir das. Das heißt, wir haben jetzt Metallschicht und Panzerrüstung. Die Panzerrüstung wird schlechter mit jedem Angriff. Wird jetzt also schon schlechter. Aber das sind doch mal 8 automatische Block. In der Runde zumindest. Und schon sind es nur noch 3. So. Beide nimmst gelassen und die Eisenwelle auf der Hand. Nicht gerade toll, aber wir fangen hier an, um ihn schwächer zu machen. Da sind wir 3x4, 12 Schaden. Spielen wir auf jeden Fall nimm's gelassen. Um auf 8 zu kommen. Schlag mit 6 Schaden oder eine Eisenwelle, um alles zu verhindern. Das glaube ich besser. Und auch noch das Verteidigen Plus. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich überhaupt kein Verteidigen auf der Hand haben, wenn wir es unbedingt brauchen. Okay. Aber wir haben ja noch das Automatische. Und solange die Angriffe nicht durchkommen, wird meines Wissens auch die Panzerrüstung nicht schlechter. Ja, alles klar. Jetzt könnten wir die Dämonenform spielen. Ich meine, wir haben immer wieder nichts Defensives. Der ist noch schwach. Muskelspiel sowieso. Der Perfekte würde 24 Schaden machen. Das ist schon gut. Aber jetzt ist vielleicht der Moment. Jetzt haben wir einfach mal 5 Stärke in der nächsten Runde. Haben 7 Block, schlucken 8 Schaden. Ist okay, aber jetzt, das Buch wird jetzt immer stärker. Also jetzt werden es dann 20 oder 4x6 sind 24 Schaden. Das ist das. Entschuldigung. Leider können wir das hier nicht mehr dazu hauen. Aber doppelter perfekter Schlag plus ist dann einfach zu gut. 8 Block gegen 24. Crap. Achso, 14 Block. Sehr gut wegen den Autofertigkeiten. Trotzdem kacke. Ja, wir müssen wahrscheinlich schlafen. Wenn wir nicht mitten im Dungeon draufgehen wollen. Aber das war jetzt sehr sinnvoll. 21 liegen jetzt hier. Ich spiele Knaufschlag, um zu gucken, was wir ziehen. Verteidigen Plus, das finde ich gut. Also so, dann die Eisenwelle. Dann sind wir bei 13. Hier kommen nochmal 4 rein. Und hier kommt ein Schwach an. Okay, sehr gut. Wir haben uns verteidigt. Und der hat nur noch einen Lebenspunkt. Glück gehabt. Ja, da habe ich schon mehr Probleme mit dem Buch des Stechens gehabt. Und tschüss. Ja, wenn ihr selber Slay the Spire spielt, was sind so eure Feind-Minibosse oder Feind-Gegner-Probleme mit denen, also Gegner, mit denen ihr richtig Probleme habt? Das würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Blutfiole. Heil zu Beginn jedes Kampfes 2 Trefferpunkte. Hey, voll gut. Jetzt habe ich 8 Autoheilen. Schwächetrank, kann ihn nicht aufheben. Und erhalte eine Karte. Füge allen Gegnern 4 Schaden zu, heile so viele Trefferpunkte, wie die Gegner Trefferpunkte verloren haben. Interesting. Aber für 2 Mana. Nochmal ein Muskelspiel für 0. Hey, wieso nicht? Verliere 3 Trefferpunkte, füge 14 Schaden zu. Nö, ich nehme das Muskelspiel. Moment kurz, nochmal auf die Karte gucken. Wir flitzen dann so und können hier nochmal heilen oder schmieden. Ja, also ich heile mich jetzt auf jeden Fall. Wie viel kriegen wir? 28, sehr gut. Dann sind wir bei 83. Kann ich mit leben? Noch ein Gegenstand? Komm schon. Jede Angriffskarte, die du erhältst, ist verbessert ab jetzt. Wir sind zwar schon halb durch das Spiel durch, aber trotzdem geil. Auch wenn ich mir anderes gewünscht hätte. Oh, das ist eine fiese Kombi, weil der Auserwählte hier hinten heilt. Wir müssen also möglichst schnell killen. Was haben wir hier noch? Heile 10% deiner Trefferpunkte. Ich reiß den nieder, sodass es nur noch 6 sind. Schieb einen perfekten Schlag hinterher. Und bin fertig. Aua! Ah, Ritual ist der sich stärker macht. Ihr erinnert euch, den gab es im ersten Dungeon schon. Gott, sind es viele Karten jetzt. So viele Karten und so wenig Mana. Da kommen nur 6 rein. Das ist eigentlich ganz gut. Kinnhaken Plus muss fast sein. Ich kill den da hinten zuerst, weil die Heilfertigkeit, ganz ehrlich. So, dann spiele ich einen Knaufschlag, um zu gucken, was ich krieg. Durchdrehen, sehr gut. Dann haben wir nämlich noch 2 Mana. Dann kann ich nimm's gelassen spielen und die Metallschicht oder Spalten. Ich glaube, ich nehme Spalten, weil der noch verwundbar ist.
17 Schaden kriege ich auf jeden Fall nicht. Jetzt nehme ich eine Metallschicht und kriege noch 2 Schaden, oder? Ja, ich denke. Das ist die schlauste Art, rauszuhauen. Solange der Kultist noch so wenig Stärke macht. Schaden macht, Entschuldigung. Bann, was war's? Immer wenn du eine Nicht-Angriffskarte ausspielst, mische ein Benommen in dein Deck. Okay. Muskelspiel, klar. Doppelter perfekter Schlag. Füge 10 Schaden zu mit jedem Spiel, erhöht sich. Spielen wir das noch? Jetzt habe ich noch 3. Jetzt könnte ich. Ganz ehrlich. So, oder? 65 Schaden. Cool, also das ist echt eine starke Kombi. Mit perfekter Schlag und dieser Ausspielkarte. So, der kann eigentlich nicht so viel Schaden machen. Brauchen wir auch keine Dämonenform mehr, sondern machen wir das einfach so und das war's. Zusammenstoß. Body Slam, füge Schaden in Höhe deines aktuellen Blocks. Das ist ja nett, aber ich habe keine Karten, mit denen ich Block machen kann. Nur spielbar, wenn alle Handkarten Angriffe sind, habe ich öfters leider. Füge 18 Schaden für 0 Mana zu. Ich frage mich, wenn man sein Deck wirklich so baut, dass man überhaupt keine Verteidigung oder fast keine Verteidigung drin hat. Ist das überhaupt schaffbar? Kann man so schnell Schaden zufügen, dass... Ich meine, Spalten Plus ist geil. Naja. So. Shop wollen wir auf jeden Fall. Entweder wir nehmen Fragezeichen und Gegner oder Fragezeichen Gegner, Gegner. Das ist wahrscheinlich die bessere Option. Solange die Kämpfe noch erträglich sind. Du befindest dich in einer alten, dekorierten Kammer, Entschuldigung. Inmitten des Raumes sitzt ein großer Schädel auf einem verzierten Podest. Als du dich näherst, geht der Schädel in Flammen auf und wendet sich zu dir. Was ist es, was du suchst? Was ist es, was du opferst? Gleichzeitig mit seinen letzten Worten schlägt die Tür hinter dir zu. Ein Stärkungsmittel. Erhalte einen Trank, verliere 9 Trefferpunkte. Nope. Reichtum, erhalte 90 Gold, verliere 9 Trefferpunkte. Oder erhalte eine farblose Karte, verliere 9 Trefferpunkte. Oder wie komme ich hier raus, verliere 9 Trefferpunkte. Farblos, das könnte geil sein. Ja. Ach, zufällig oder was? Vielleicht hätte ich mir das schreiben können, dass es zufällig ist. Damn. Vielleicht wird das helfen, du erhältst eine Karte. Noch etwas anderes, oh. Könnte ich hier meinen. Und zum Rauskommen muss ich auch 9 Trefferpunkte raus. Und ich verstehe. Noch eine zufällige Karte. Ist mir echt zu gefährlich. Mal so rum. Oh, shit. Sneeko. Sneeko ist ein witziger Gegner. Aber auch nicht zu unterschätzen. Der macht das nämlich verwirrt und verdreht unsere Kartenkosten. Können wir auch noch spielen, na gut. Verwirrt bedeutet, dass unsere Kartenkosten sich zufällig verändern. Das war früher eigentlich sogar ziemlich gut und hat den Kampf leichter gemacht. Wow, manchmal kann es halt doch passieren. Guck mal. Crazy. Und das sind normale Kosten. Dafür kosten Niederreißen jetzt 3. Aber ein doppelter perfekter Schlag. Plus ein Niederreißen. Okay. Wow. Schwäche erkennen brauchen wir gar nicht mehr. Wir killen dich einfach. Tschüss. Okay, ich habe mich zu laut beschwert. Perfekter Schlag plus. Leute, jetzt wird's langsam crazy. Definitiv. Und es ist halt nochmal eine Schlagkarte. Sprich, es macht auch alle anderen Schlagkarten besser. Wir brauchen den Shop unbedingt. Deshalb müssen wir da lang gehen. Interessant. Keine Angriffe, wende 2 schwach an für 0. Ja, wieso nicht? Die haben beide Artefakte. Jetzt machen wir es bei ihm. Achso, es wären 2 schwach. War ein Effekt. Na gut, na ist halt so. Muskelspiel auf jeden Fall. Da haben wir ein Doppel. Na gut, wir haben 4 Mana. Was sollen wir machen? Also spielen wir nimm's gelassen, um vielleicht noch einen Angriff zu ziehen. Ne, wir spielen Metallschicht. Leben wieder mit. Okay. Jetzt ist die Frage. 19 Schaden. Mal wieder keine defensive Karte.
It's crazy. 65 Block. Noch Fragen? Oh. Wie macht Toben gerade 8? Schwach würde hier 6, würde 3 Schaden blocken. Hier liegen nur mal 4. Fuck you. Und Schwäche erkennen. Dann sind wir halt... Ja, auf jeden Fall. Ab der nächsten Runde abartig am Schaden austeilen. Wir denken jetzt einfach nicht drüber nach, dass wir jetzt 19, also 15 Schaden kriegen. So. Muskelspiel für 0. Sind wir schon bei 7 Schaden, was zum Beispiel den Kinderhaken 20 Schaden machen lässt. Knaufschlag 16 und wir haben noch 4 Mana. Und der perfekte 31. Schlag 13. Das heißt, für 3 Mana können wir den auf jeden Fall killen. Und dann noch Verteidigen spielen, ja. Machen wir es so. Oder lieber Knaufschlag. Und eine Karte ziehen und gucken, ob die noch besser ist. Jawohl, das ist nimm's gelassen. Wunderbar. Das habe ich gewollt. Kein Mana mehr für die ganzen tollen Karten auf der Hand, aber... Aua. Ja, wir müssen definitiv schlafen. Und scheitern vielleicht wieder am zweiten Boss. Stellt euch schon mal drauf ein. Ich habe so ein Gefühl. Okay. Wir spielen Durchdrehen für 5 Mana. 65 Block. Aber wir haben genug. Wahnsinn. Zack. 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 Krass. Echt krass. Geht nicht. Durchkämpfen, 2 Wunden auf die Hand. Und 20 Block, das macht uns. Was macht, wie viel Schaden macht eine Wunde? 2, glaube ich. Das sind noch 4 Schaden. Jetzt haben wir schwere Schwert hier. Wir haben immer wieder mal so 5, 6, 7 Stärke. 7 mal 5 sind, oh mein Gott. 35 plus 14. It's crazy. Aber eigentlich haben wir genug Angriffskarten. Für 0. Benommen ist jetzt nicht das Schlimmste aller Zeiten. Soll ich skippen? Gucken wir kurz ins Deck rein. Eigentlich bin ich jetzt so langsam am Maximum meiner Karten. Toben würde ich gerne langsam rausnehmen. Muss ich ehrlich sagen. Blenden finde ich nicht gut. Aber da stehen wir jetzt halt. Ich nehme das schwere Schwert. Und gehe in den Shop. Hol auf jeden Fall eine raus. Vielleicht blenden oder toben, weil toben... Unser Deck ist schon so dick. Ja, nehmen wir toben raus. Auch wenn es am Anfang ziemlich gut war. Verdopple deine Stärke. Erhalte 2 Block, ziehe eine Karte. Willst du mich eigentlich verarschen, oder? Erhalte beim Aufheben... Achso, beim Aufheben diese Erdbeere. Maximale Trefferpunkte plus 7, nämlich über 100 Euro. Immer wenn du Block eines Gegners durchbrichst, wende 2 verwundbar an. Ziemlich gut. Könnte man sich überlegen. Weil hier noch mehr Stärkekarten, nochmal Muskelspiel, weiß ich nicht. Ekstase könnte abartig sein. Aber auch stören. Aber gegen so dicke Bosse... Das finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Den Handbohrer. Beides geht nicht. Ich nehme die Ekstase. Noch Muskelspiel? Nee, nee. Deck ist dick genug. Weiter geht's. Schöne Nachtruhe. Dann sind wir bei 73. Könnte klappen. Und ab zum Boss. Mal gucken, wen wir kriegen. Ah, natürlich. Well, we're dead. Nee, weiß man ja nicht. Aber... Der ist echt fies, der Champ. Wir machen einen Kinnhaken. Nimm's gelassen, bringt uns nicht viel. Andererseits ziehen wir eine Karte. Wollen wir das nicht? Ich glaube nicht. Ja, machen wir es trotzdem. 12 sind 12. Okay. So, ja, jetzt kommt es darauf an, dass wir unsere Kombos gut kriegen. Jetzt kriegen wir zum Beispiel Ekstase, wo es uns noch gar nichts bringt.
Doppeltreffer finde ich hier auch nicht so angebracht, aber immerhin greift er in der Runde nicht an. Also können wir ein doppeltes Niederreißen spielen. Das ist bestimmt nicht die schlechteste Idee ist. Es sind nämlich noch 7 Runden schwach, das ist ziemlich gut. Ekstase bringt uns gerade gar nichts, also spielen wir Metallschicht. 4 Autoblock. Okay, wir haben schon fast, naja, 80 Lebenspunkte ungefähr abgezogen. Und der ist schwach, das ist gut. 2 perfekter Schlag auf der Hand mit jeweils 33. 3 perfekter Schlag auf der Hand. Das sind nicht die Kombis, die man will, aber nutzen wir es. Tatsächlich der Damage-Output fantastisch gerade. Ich habe nur Angst vor diesen 1-2 heftigen Schlägen mit 40-50 Schaden. Wie viel Schaden machst du denn? Achso, ich habe noch gar keine Stärke. Jetzt habe ich. Ich mache das 24. Toll ist es immer noch nicht. Wo sind meine Stärkekarten, verdammt nochmal, wenn ich sie brauche? 2 verwundbar ist eigentlich ziemlich gut. Für mich. Noch schweres Schwert hinterher. Wow. Ja. Okay. Ich glaube, wir schaffen es. Einmal, weil unser Damage-Output so fucking krass ist. So, jetzt was machst du? 15. Immer noch, wegen schwach. So, jetzt Dämonenform und Muskelspiel und Schwäche erkennen. Und durchdrehen. Let's go. Zack. 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 Jetzt sind wir hier einfach mal bei 5 Stärke. Und dann das hinterher. Zug beenden. Okay. Nicht mehr gebrechlich. Das ist sehr gut. 11 Schaden. Oh, warum macht er denn so wenig Schaden heute? Doppelter perfekter Schlag. Können wir uns das leisten mit Kinnhaken? Leider nicht. Wir könnten doppelten Kinnhaken spielen, um ihn 4 Runden lang verwundbar zu machen. Vielleicht ist das schlauer. Das ist ein normaler Schlag hinterher. Die 4 Block retten uns jetzt nicht wirklich, aber gerade geht's noch. Und wir haben noch den Heiltrank. Okay. Plus 2 Stärke wegen der Dämonenform. Jetzt sind wir bei 7 und er macht was. Okay, wir kriegen ihn auf jeden Fall. Nochmal 2 schwach hinterher. Können wir irgendwo eine Karte ziehen? Nope. Also können Niederreißen spielen. Spalten und spalten. Gott, wir durchschneiden wie, den wie Butter, hey. Hat er schon Stärke? Ja. Aber macht wieder was Defensives. Schlag. Guck mal, mit 17. 25 Schaden werden jetzt auf ihn zählen wegen verwundbar. Ich glaube, so stark war ich noch nie gegen den zweiten Boss. Plus 6 Stärke, okay. Oh oh. Ja, seht ihr so, jetzt ist schwach auf Verbrauch 2x 22. Das ist das, was ich gemeint habe. Entschuldigung. Spiel Muskelspiel. Spielen wir Schwäche erkennen. Und 4 Mana, nope. Aber wir spielen Ekstase, sind bei 26 Schaden. Jetzt haben wir ihn fast. Fressen wir dick Schaden, aber es ist mir einfach scheißegal. Hinrichten, oh ja. Und runter auf 30. Seht ihr, jetzt kommt nochmal so ein Angriff. Und dann ist man einfach schon tot. 144 Schaden, ist fast ein Screenshot wert. Krass. Okay, ich bin sehr glücklich, dass wir das hingekriegt haben. Erhalte 30 Block, erschafft unempfindlich. Oh ja, ich glaube, die werde ich nehmen. Da, die hat mir, wenn ihr... Es gibt eine Folge, die so heißt, glaube ich, in meinen Go-To-Games-Folgen hier. Weil diese Karte so extrem gut ist. Schauen wir mal. Füge einen gegen 5 Schaden zu, erhalte so viel Trefferpunkte, die hatten wir schon. Wähle eine erschöpfte Karte und nehme sie zurück auf die Hand. Oh yes. Das ist noch ein geiles Artefakt. Halte in deinem Zug einen Mana. Immer wenn du eine Truhe aus der Boss-Truhen öffnest, erhalte einen Fluch. Okay, das wäre nicht das Allerschlechteste. Wir wären bei 5 Mana pro Hand. Echsenschwanz, anstatt zu sterben, werden 50% deiner maximalen Trefferpunkte geheilt. Funktioniert nur einmal. Wow. Oder erhalte in deinem Zug Mana. Sollen wir auf 5 Mana gehen? Ich meine, so viele Truhen sind es nicht. 2 vielleicht noch. Das heißt 2 Flüche. Ach, wir hatten ja noch einen Fluch drin, den wir rausnehmen wollten. Eigentlich fällt mir gerade ein mit den Shops. Aber die sind schon störend, also
Und brauche ich wirklich 5 Mana? Nicht, dass ich dann ständig Hände habe, die ich... Ich glaube, ich nehme das hier, weil es einfach meine Überlebenschancen erhöht. Yep. So, im Jenseits meines Wissens der letzte Dungeon. Und wir machen wieder einen Schnitt, schon wieder eine halbe Stunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand es ziemlich geil und hoffe sehr, dass wir jetzt endlich mal wieder einen Run schaffen. Ich mal wieder einen Run schaffe. Ist leider schon eine Weile her. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte drückt unten auf den Gefällt mir Knopf, wenn nicht auf den Gefällt mir nicht Knopf und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich. Bis dahin, bleibt mir halten. Macht's gut und ciao.